Staubtummel. Hey, meine lieben Bücherwürmer und tschüss 2017. Weiter geht's mit Teil 2 dieser Videoreihe. Heute geht es um meine Tops und Flops aus dem Jahre 2017. Bei 36 gelesenen Büchern im Jahr ist das gar nicht so einfach, irgendwie eine Top 10 oder so rauszusuchen oder eine Flop 10. Flop 10 habe ich nicht geschafft, beziehungsweise ich habe gesagt, okay, Flop 5 reicht, glaube ich. Davon mal abgesehen, sind das keine direkten Flops, also Bücher, die mir absolut gar nicht gefallen haben, sondern einfach Flops. Da sind Bücher bei, die mich enttäuscht haben. Da sind Bücher bei, die, ja, weiß nicht, hier rein durch die Augen gelesen und gleich wieder verworfen, die halt einfach irgendwie nicht so gut waren für mich. Mir nichts gebracht haben oder mir nichts gegeben haben, sag ich mal. Und bei den Tops, es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, ich gucke ja immer bei Goodreads, welche Bücher haben von mir 5 Sterne bekommen oder allgemein das Rating, Ranking, 5 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne. Ich vergebe ja nach wie vor Sterne, aber irgendwie hat diese Sternebewertung für mich gar nicht so eine hohe Bedeutung. Es ist nämlich immer wieder erstaunlich, wie viele Bücher jetzt hier bei mir in der Reihe sind, die entweder sogar nur 4 Sterne haben oder sogar gar keine Sterne. Das werdet ihr aber gleich erfahren, warum gar keine Sterne. Viel wichtiger ist es für mich, ob im Laufe, also am Ende des Jahres oder jetzt Anfang des Jahres, welche Bücher mir am ehesten hängen geblieben sind und mit welchen Büchern ich mich gedanklich heute noch beschäftige und die mir gedanklich immer noch eine Gänsehaut zum Teil verpassen. Und also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass diese Sterne gar nicht mal so die große Bedeutung haben, sondern was nachhaltig hängen bleibt. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, meine Top 10 und meine Flop 5, die ich euch jetzt zeigen möchte. Auch hier wieder, ich blende die Bücher hier ein und ich würde sagen, wir starten. Es ist kein Ranking, damit habe ich immer Probleme und das werde ich auch gar nicht erst versuchen, ein Ranking zu setzen, sondern sie sind alle für mich in den Tops und ja, wie gesagt, ich versuche es gar nicht erst, weil dann scheitere ich sowieso und deswegen ist es kein Ranking. Es ist, ne, das Letzte ist nicht unbedingt das Beste oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Genauso bei den Flops. Kein Ranking. Ich fange einfach an, so wie ich es mir aufgeschrieben habe. Und zwar, mein erstes Top im Jahre 2017 war oder ist von Stephen King S. Mein zweites beendetes Buch von Stephen King, und ich habe es ja nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Und es war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich es als Hörbuch gehört habe. Nicht, weil es über 1000 Seiten hatte, sondern einfach, weil der erstes Mal der Hörbuchsprecher grandios war. Und ich durch dieses Hörbuch, was ja wirklich sich gezogen hat, also gezogen im Sinne von der Stundenanzahl, es waren ja 53 Stunden, ich habe es halt nicht in einem Monat gehört, sondern über mehrere Monate verteilt. Und man hat so eine tiefe Verbindung mit diesen Protagonisten aufgebaut und man hat sich immer wieder gefreut, dieses Hörbuch anzumachen. Und definitiv ein Top. Ich habe es geliebt. Ja, ich werde euch nicht groß dazu erzählen, was darin passiert und so, sonst artet dieses Video wieder aus. Wenn ich das in irgendwelchen Lesemonaten oder so, oder eine Rezension oder sonstiges, dann werde ich euch das alles unten in der Infobox verlinken, wenn ihr mehr zu diesen Büchern wissen wollt. Ich habe, so gut ich weiß, bis auf ein Buch, aber das folgt noch, habe ich zu jedem Buch irgendwie, entweder im Lesemonat oder Rezension, ich habe immer irgendwo etwas davon, dazu erzählt, deswegen werde ich das hier jetzt nicht machen. Als zweites habe ich hier stehen, Anna Todd, Nothing Less. Es war eigentlich von vornherein klar, bevor ich es gelesen habe, dass es zu meinen Top 10 zählen wird, weil es bisher immer war bei den Anna Todd Büchern. Die ganze Reihe ist irgendwie immer in meinen Tops gelandet und deswegen war es klar, dass auch der letzte Teil in meinen Tops landen wird.
Nicht mal unbedingt, weil mich die Geschichte zu Landon so mega gefesselt hat, weil das die letzten beiden Teile, die waren ja nicht über Tessa und Hardin, sondern über Landon. Und nicht, weil ich die mega übergrandios fand, also da fand ich die ersten vier Teile wesentlich besser, aber es ist halt einfach Anna Todd und irgendwie fesselt diese Frau mich und ihr Schreibstil ist grandios und ja, also ihr seht, die Topsy, das wird immer verschiedene Gründe haben, warum sie gelandet sind. Also bei S ist es halt definitiv auch das Hörbuch, was in meinen Tops landet. Die Geschichte, ja, sie ist geil, aber das Hörbuch war eben grandios. Könnt ihr, also ich empfehle es euch wirklich, das Hörbuch auszuprobieren. Wie gesagt, bei Anna Todd ist es halt einfach diese Frau, diese Autorin an sich, sie fesselt mich, ihr Schreibstil ist geil und die Geschichte dazu ist auch dieser Spannungsbogen. Es ist halt immer irgendwie, dass man gar nicht, man kann dieses Buch gar nicht loslassen. So, weiter geht's. Das nächste, was hier steht, ist die Orange-Reihe. Also ich sage extra die Reihe, weil es ist ein Manga und da kann ich nicht Teil 1 und Teil 4 und was auch immer. Sie war komplett durchweg für mich gut. Ich habe sie noch nicht komplett gelesen, sondern ich glaube bis Teil 4, 5, ich weiß es gerade nicht, wie viele Teile ich schon gelesen habe. Also 4 definitiv. Ich weiß nicht, ob ich den 5. auch schon gelesen habe. Müsste ich mal gucken. Ja, ich habe die Mangas für mich letztes Jahr entdeckt und Orange hat mich wirklich gepackt. Ich habe 4 Bände an einem Tag gelesen und ja, diese Reihe finde ich, also für eine Manga-Reihe wirklich grandios und deswegen verdient in meinen Top 10. Ja, das vierte Buch, was hier drauf steht, ich glaube, ich habe euch da schon 500 Millionen Mal in Laufe des letzten Jahres gezeigt und ich werde es euch wieder zeigen und es wird definitiv noch im März noch mehr dazu kommen, denn ich habe diese Reihe weitergelesen und auch 2018 wird sie in meinen Tops landen. Also könnt ihr euch Ende bzw. Anfang 2019 nochmal darauf einstellen, dass diese Reihe nochmal in den Tops landen wird. Also sie ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, ich habe sie so oft schon erwähnt. Es geht um Nadja von Steffi Krumbiegel. Ja, wie oft soll ich es noch erwähnen? Diese Reihe haut mich einfach von den Socken. Und dazu kann ich nur sagen, Steffi, hau in die Tasten. Ich will Teil 4 in den Händen halten. Ja, ich habe euch so oft schon von dieser Reihe erzählt. Zumindest von dem ersten Teil. Ich habe Teil 2 und Teil 3 ja jetzt erst gelesen. Aber mir fällt gar nicht ein, was ich dazu noch sagen soll. Also, diese Bücher sind viel zu unbekannt. Deswegen erwähne ich sie auch immer wieder, weil ich einfach möchte, dass diese Bücher viel, viel mehr an die Leser geht. Also, dass viel, viel mehr Leute diese Bücher kennen. Und weil sie einfach so, so, so unbekannt ist. Und das finde ich so schade. Also, nicht nur die Bücher an sich sind wirklich mega. Es ist halt auch einfach Steffi selber. Die hat so, die steckt da so viel Herzblut rein. Und man merkt das richtig, wenn man diese Bücher liest. Man merkt richtig, wie Steffi das mit Leidenschaft schreibt und Leute, ich bitte euch wirklich, es lohnt sich. Und auch die Leute, die sagen, oh, ich lese aber keine Bücher von Self-Publishern oder sonstiges, es lohnt sich. Diese Bücher haben einfach alles. Die haben Fantasy, die haben historisch, die haben Liebe, die haben Familiendrama, düster. Also da ist wirklich alles vorhanden, was man sich von einem guten Fantasy-Buch wünscht. Und dann sind die noch nicht mal dick. Also man kann die wirklich sehr schnell durchlesen. Für die Leute, die meinetwegen auch eine Wälzerallergie haben oder sonstiges. Leute, probiert es einfach aus. Ich kann es nur immer wieder betonen. So, weiter geht's. Die nächste Reihe, die hier steht, ist wieder eine Reihe, die in meinen Top 10 gelandet ist. Und zwar geht's wieder um eine Manga-Reihe. A Silent Voice. Und ja, was soll ich sagen? Ein so tiefgründiges Thema in einem Manga aufzugreifen, ist, glaube ich, nicht einfach. Und genau das hat mich so begeistert, dass wirklich ein so tiefes Thema wie Taubstumme, die ja wirklich das gar nicht einfach haben im Leben, und das wirklich so aufzugreifen und dass das eben Kinder sind und oder Jugendliche und
die halt manchmal auch wirklich sehr grausam sein können. Und es war wirklich so tiefgründig. Und dafür, dass es ein Manga war, hat mich das wirklich begeistert und verdient in den Top 10 gelandet. Ja, damit das Video nicht so lange dauert, mache ich gleich weiter. Und zwar Beautiful Sacrifice von Jamie McGuire. Auch hier war das schon wieder klar, dass das in den Top 10 landet. Also ich muss sagen, New Adult Bücher sind nicht immer unbedingt literarisch wertvoll oder sonstiges, aber sie bieten eine so große Unterhaltung für mich. Ich kann auch die Leute verstehen, die überhaupt nichts damit anfangen können, aber ich kann was damit anfangen. So. Und New Adult Bücher bieten so, so oft eine riesengroße Unterhaltung für mich und sie fesseln mich, sie sind spannend und deswegen landen sie auch immer irgendwie in meinen Tops, weil sie mich wirklich, also diese Geschichte bleibt meistens nachhaltig in meinem Gehirn verankert und weil es mir einfach einen riesen Spaß macht, diese Bücher zu lesen. Und lesen soll Spaß machen und deswegen landen sie auch in meinen Tops. Weiter geht es mit einem Buch, was literarisch vielleicht ein bisschen wertvoller ist, aber mich genauso gefesselt hat, und zwar Der Vorleser von Bernhard Schlink. Und danke, 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 Nettie, dass du mich dazu gebracht hast, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Ich habe das damals ja gekauft auf dem Bücherflohmarkt mit Nettie zusammen und sie hat gesagt, kauf es dir. Und dann habe ich gesagt, okay, für das Geld, ich glaube, es hat mich 50 Cent gekostet oder 1,50, ich weiß es gar nicht, probiere ich es einfach aus. Ich hatte irgendwie vorher so eine, ich würde jetzt nicht unbedingt Abneigung sagen, aber so einen Respekt vor Diogenes-Büchern, weil die irgendwie immer so aussehen, als ob man wirklich, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, wie das, also sie sehen immer so aus, als ob sie wirklich literarisch wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau, und so sind sie ja auch, aber es ist halt, man hat Respekt vor diesen Büchern. Oder ich zumindest. Dadurch, dass ich halt auch nicht so der Klassikerleser bin oder sonstiges, ich lese sehr viel im Jugendbereich und ich lese New Adult und das ist alles meiner Unterhaltung da, aber eben nicht, um jetzt da irgendwie, ich muss jetzt einen Klassiker lesen oder sonstiges. Aber der Vorleser hat mich dazu gebracht, mich mehr mit den Diogenes-Büchern auseinanderzusetzen und es sind einige auf meiner Wunschliste gelandet, weil der Vorleser mich wirklich sehr packen konnte. Es ist eine Geschichte, die viele, viele Aspekte hat, die mich einfach mega interessieren. Es geht um Geschichte, es geht um Bücher, es geht um eine verbotene Liebesgeschichte und das konnte mich wirklich packen. Und wie gesagt, ich danke dir, Nettie, dass du mich wirklich überreden oder überzeugt hast und ich dieses Buch genießen konnte. Als nächstes, ich werde mal ein Buch ganz als letztes erwähnen, und zwar als nächstes Red Rising Teil 2. Ja, ich glaube, Teil 1 ist 2016 in meinen Tops gelandet, deswegen Teil 2 war auch mega bombastisch und was soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt gerade dabei, Teil 3 zu lesen, auch dieses gefällt mir wieder mega gut. Und ja, dazu kann ich gar nicht viel sagen. Es ist einfach geil. Fertig. Das nächste Buch ist ein Drachenmondbuch, welches ich im November gelesen habe. Während meiner Leseflaute. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Nein, ich habe ja eine große Leseflaute gehabt und im November habe ich tatsächlich ein einziges Buch beendet. Und deswegen ist es auch in meinen Tops gelandet, weil ich trotz Leseflaute in relativ kurzer Zeit dieses Buch gelesen habe. Und das hat meiner Meinung nach einiges zu bedeuten, weil ich davor und auch danach immer noch eine Leseflaute hatte. Und wenn ich aber trotzdem ein Buch in 3 oder 4 Tagen lese, dann hat das was zu bedeuten. Dann konnte es mich wirklich so packen, dass ich für kurze Zeit aus dieser Leseflaute raus bin. Ja, es geht um Rosen und Knochen von Christian Handel. Und ja, mir hat es richtig gut gefallen. Und es soll ja auch eine Reihe werden und die werde ich definitiv weiter verfolgen, weil wenn sie mir wirklich während einer Leseflaute so viel Spaß bereitet, weiß ich nicht, warum es nicht hier landen sollte. Ja. Das letzte, also last but not least, ich betone es nochmal, es ist kein Ranking. Das letzte Buch, was hier in meinen Top 10 landet, ist Evil von Jack Ketchum. Und auch hier wieder, erstaunlicherweise, es hat ja 0 Sterne von mir bekommen. Also gar keinen Stern. Es hat einfach keine Bewertung von mir bekommen. So rum. Ich habe es falsch ausgedrückt. Weil ich dieses Buch nicht bewerten wollte. Dieses Buch beruht auf wahrer Begebenheit und ich finde,
bei sowas ist das immer schwierig zu bewerten. Und ich habe in einem Video, ich werde das raussuchen und unten verlinken, auch sehr viel über dieses Buch erzählt. Es hat mich zwiegespalten. Einerseits habe ich es geliebt und ich habe mich immer gefreut, weiterzulesen. Und andererseits war ich aber in einer so moralischen Bredouille, dass ich einfach sagte, du kannst dieses Buch gar nicht lieben. Das ist so grausam. Wie kann man das nur mögen? Und ja, es ist, ich habe immer noch damit nicht zu kämpfen, sondern es ist halt immer noch in meinen Gedanken. Und ja, ich liebe dieses Buch, aber nicht diese Grausamkeit dahinter. Also ich habe es einfach genossen, wie Jack Ketchum das geschrieben hat, wie er diese Geschichte erzählt hat. Und also einfach wirklich diese Unterhaltung da drin. Aber eben andererseits fand ich es grausam und diese Geschichte an sich, also das, was da passiert. Jack Ketchum konnte es ja gar nicht wirklich anders schreiben. Also ja, er hat es ein bisschen abgewandelt, die wahre Geschichte sieht ein bisschen anders aus, aber er wollte halt so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben und deswegen, ja, lässt sich schwer erklären. Ich suche das Video raus und setze euch das in die Infobox, wo ich sehr viel darüber erzählt habe. Machen wir weiter schnell mit meinen Flops für das Jahre 2017. Wie gesagt, es waren jetzt keine Flops in dem Sinne, dass ich es wirklich grottenschlecht fand, sondern es waren einfach irgendwelche Enttäuschungen. Damit fange ich jetzt auch einmal an. Es war eine ganz, ganz große Enttäuschung. Und zwar eine Manga-Reihe, die ich angefangen habe und definitiv nicht weiterlesen werde. Und zwar Tokyo Ghoul. Und bitte, bitte steinigt mich jetzt nicht. Ich weiß, dass diese Reihe von vielen, vielen geliebt wird. Und genau deswegen bin ich so enttäuscht, weil ich habe super hohe Erwartungen an diese Manga-Reihe gehabt. Und mir konnte sie einfach nichts geben. Ich habe dem 3 Sterne, glaube ich, gegeben. Es war ganz nette Unterhaltung, aber ich will sie definitiv nicht weiterlesen. Ist irgendwie nicht meins. Keine Ahnung. Dann noch 2 Manga-Reihen, die ich angefangen habe. Die kleine Katze Shi konnte mir auch irgendwie nichts geben, hat auch 3 Sterne von mir bekommen. War ganz nett zu lesen für zwischendurch, aber irgendwie konnte es mir nichts geben. Da war irgendwie überhaupt keine Geschichte irgendwie hinter und ja, ich weiß es nicht. Ebenfalls die Schokohexe. Ist auch, wie gesagt, ein Manga. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es eben keine Geschichte in dem Sinne ist, sondern ganz viele kleine Geschichten in einem Band. Und das soll ja ganz, also es gibt ja ganz viele Bände davon. Und wenn das so weitergehen würde, dann weiß ich auch nicht. Also werde ich nicht weiterlesen. Dann habe ich tatsächlich aber noch 2 Bücher, also keine Manga. Und zwar Der Tag, an dem ich lernte zu leben. Ja, ich glaube, ich habe euch dazu eine Rezension auch gemacht. Die werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Ja, weiß ich nicht. Ist rein ins Gehirn und wieder raus ins Gehirn, aus dem Gehirn. Also war nicht sonderlich spannend für mich. Ich konnte damit nicht viel anfangen. Es war viel zu lahmarschig, würde ich fast sagen. Und es gab so ein, zwei Sachen, die ich philosophisch gesehen richtig, richtig gut fand, aber nö, 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 mehr will ich dazu nicht sagen. Das letzte Buch, was in den Flops gelandet ist, finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht war es auch einfach das falsche Buch, womit ich angefangen habe von ihr. Und zwar geht es um Lady Susan von Jane Austen. Vielleicht war es dieser Briefroman, also es war ja ein Briefformat geschrieben, was mich nicht begeistert hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht. War irgendwie nicht meins, vielleicht sollte ich mit Stolz und Vorurteil oder irgendwas anderem von ihr anfangen. Aber definitiv nicht jetzt. Erstmal interessiert mich das alles nicht mehr. Keine Ahnung. Es ärgert mich, aber es ist so und ich würde sagen, das war's in diesem Video. Wir sehen uns morgen beim letzten Video dieser Tschüss 2017 Videoreihe und ich sage Tschüss.